Oh Mann. Diese Typen sind echt das Ätzende. So. Okay, ich müsste jetzt, glaube ich, noch einen Big Daddy besiegen, ne? Wenn ich jetzt zufällig einen treffe, während ich auf dem Weg zurück bin, dann mache ich ihn. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, momentan habe ich... Ich glaube, ich habe die letzten Parts, sag ich mal, nichts Sinnvolles getan, ne? Wo muss ich nochmal lang? Da lang? Da lang? Einen Big Daddy hatten wir ja doch noch, ne? War der nicht da oben sogar? Ich guck mal kurz nach. Also ich meine, ich würde die Quest dann schon ganz gern machen. Aber irgendwie auch nicht. Okay, hier haben wir den Big Daddy. Kontaktmine nehmen wir jetzt mal. Wir haben nur noch eine Kontaktmine, ne? Und nehmen wir wieder explosiven Schrot, komm. Okay. Moment mal. Ich schicke dir Seuchen. Halt die Schnauze jetzt. Was? Kommst du denn hier? Okay. Wir haben. Gut. Dann habe ich die Quest jetzt doch gemacht. Hatten wir Glück, dass wir hier schon drei Big Daddies besiegt haben und jetzt gerade den letzten noch hatten. Würde ich mal sagen. Ich muss doch hier lang, genau. Ich glaube, hätte ich jetzt noch. Hätte ich jetzt vier Big Daddies besiegen müssen, hätte ich die Quest, glaube ich, nicht gemacht. Weil dafür hätte ich, glaube ich, keinen Nerv gehabt, um ehrlich zu sein, aber okay. Wir haben jetzt die EMP-Bombe. Aufheben. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar wichtig war. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ich sehe nichts! Oh. Doofer Ort zum Kämpfen, ey. Wir bekommen was gesehen. So, okay, der führt mich jetzt also irgendwo hin. Schön. Wohin? Hier lang? Er führt mich jetzt wahrscheinlich. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, den normalen Weg weitergehen, ne? Ich hole noch eine Quest. Ich platziere. Überlasse den Kern. Platziere das Gerät am Kern. Achso, also musste ich das sogar tun. Habe ich das durch Zufall herausgefunden, dass ich das... Okay, dann wäre ich da eh lang gegangen, dann hätte ich die Quest eh machen müssen. Alles klar, okay. Schätze ich jetzt einfach mal. Schnauze. Ist Bleister, geht mir ein bisschen auf den Sack. Warum geht's denn? Warum wollt ihr mich eigentlich killen? Ich habe euch gar nichts getan. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Leite den Magmafluss um. Ein Sicherheitsbereich ab. Sperren. Du musst Wasser in der mittleren Steuerung loswerden, damit der Aufzug wieder funktioniert. Halte A am Umleitungs... Warum denn A? Magma ins Fließen zu lassen, um zum Kochen zu bringen. Ja, okay. Diese Kreaturen dich umbringen? Das kann ich mal nicht dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten. Der dürfte dir lieber sein als das... Es kommt, wenn du mich besiegen solltest. Wo kommst du denn her? Bin nicht fertig.
Eis. Ah. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt zum Kern. Okay. Ich will eigentlich schon seit gefühlt einer Stunde oder so eine Pause machen. Aber dann denke ich mir so, ich habe bisher noch keinen wirklich guten Zeitpunkt bekommen. Zu weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf, das Gefühl heißt. Ich komme nicht drauf. Alles klar. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Gut, Leute. Das ist eine miese Stelle. Wir machen eine kurze Pause. Ich weiß nicht, wie lang. Nur kurz. Ja. So. Es geht weiter. Wir spielen weiter bei Earshock. Wir müssen die EMP-Bombe platzieren. Okay. Okay. Mein Gott, was machst du da unten für einen Lärm? Wenn du mit dem Kern fertig bist, hast du nur noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zu Ryan's Tor und löse den Überdachtschalter aus. Damit kommst du in sein Versteck. Okay. Sicherheitsalarm, Iep, ab, up, ab. Wir sind ja auch noch alle da. Warum sind die noch alle da? Da brauchte ich gerade ein wenig Konzentration. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Ja, das sag ich auch mal so. Würde ich sagen. Ja, mein weiteres Kapitel beendet, Leute. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel vorbei ist. Kein Plan. Ich hab echt null Plan. Wenn das Spiel vorbei ist an sich. Aber ich glaube, es kommt nochmal so ein Endgegnerkampf gegen diesen Andrew Ryan, ne? Okay. Wo sind wir jetzt? Töte Andrew Ryan. In einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit!
Okay. Kind, es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Und die wäre? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Okay. Ich bin gut ausgestattet. Schätze ich. Wir setzen Autohacker ein. Kaufen nochmal Verbandskästen. Moment. Ja, wir sind voll, okay. Ionischen Schrot. Komm, Splitter gerade. Können wir auch immer kaufen. Ist gut. Ich glaube, es ist echt der finale Kampf, Leute. Gleich, bald, irgendwie, so demnächst. Okay, hier ist nichts, oh lol. Müssen wir da hoch, okay. So, ich hab nachgeladen überall, schätze ich. Ich denke schon. Habe ich überall nachgeladen? Kontaktmine, Splittergranate. Ich glaube, wir nehmen erstmal Kontaktminen. Und hier, Stickstoff ist gut. Und Bolzen. Nochmal ein paar Sachen aufsammeln hier. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Sujong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, what? Bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Sujong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein... Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm, die Familie, das Flugzeug, der Absturz. Und an dieser Ort hier, gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? 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 Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Okay. Was? Der Freie hat die Wahl!
Beeil dich, schnapp dir Rhymes genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken. Schon. Alles klar, wir sind ein Sklave? Was?